Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen, damit wir starten können mit der Veranstaltung. Auch wenn die Letzten noch die Plätze finden, wir beginnen jetzt. Mein Name ist Thomas Fischer, ich arbeite beim Kanton Bern im Amt für Informatik und Organisation KAIO. Bin dort verantwortlich für das Recht und insbesondere auch für das öffentliche Beschaffungsrecht im Kanton Bern. Special Topics heißt es heute auf der Agenda und diese Topics sind darum special, weil wir, als wir das Programm zusammengestellt haben, uns gesagt haben, es gibt ein paar Themen, es gibt ein paar Leute, die finden wir so gut, die finden wir so wichtig, die wollen wir unbedingt drin haben in unserem Programm, auch wenn sie vielleicht nicht in einen dieser Schemata passen, die wir sonst auf dem Programm haben, wie Cloud und Agilität. Aber ich bin außerordentlich froh, dass es uns gelungen ist, auch diese, zu diesen Themen drei oder sogar vier hochkarätige Leute zu gewinnen. Mit ihnen habe ich schon zusammengearbeitet und freue ich mich daher umso mehr um das, was uns jetzt erwartet. Als erstes begrüße ich Tommy Bohnenblust und Philipp von Tobel. Sie werden uns zum Thema Dialog etwas erzählen und werden vor allem aufzeigen, wie das im Kanton funktionieren kann. Da bin ich sehr gespannt darauf. Wir haben es in unserem Amt zum Ziel gesetzt, nächstes Jahr mindestens ein Dialogverfahren durchzuführen, damit wir endlich auch mal lernen, wie das geht. Also ich werde darum sehr gut zuhören und sicher viel mitnehmen. Meine Kollegen, Sie haben das Wort. Besten Dank. Also wir freuen uns sehr, dass wir hier Ihnen unsere Erfahrungen teilen dürfen. Mein Name ist Tommy Bohnenblust, der Partner bei der Firma CSI Consulting. Philipp stelle ich auch gleich kurz vor. Philipp von Tobel, ebenfalls Partner. Und eigentlich wir beide durften jetzt im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr, irgendwie Mitte Corona-Jahr, im August etwa begonnen, durften wir zwei Verfahren im Dialog durchführen in einem Kanton. Wir möchten Ihnen zwei, drei einleitende Gedanken mitgeben, die vor allem in der Vorbereitung der Ausschreibung wichtig waren und dann eigentlich ziemlich direkt auf diese zwei Beispiele eingehen und Ihnen so ein bisschen aufzeigen, wie sind wir da vorgegangen, was waren die Herausforderungen und schlussendlich zum Fazit kommen, hat es das gebracht oder eben nicht. Fragen nehmen wir gerne am Schluss entgegen. Ich glaube, wir sollten genügend kurz im Vortrag sein, dass wir genügend Fragen haben. Also Zeit für Fragen haben. Jetzt das ganz normale Beschaffungsverfahren, das kennen Sie alle. Man kann sagen, irgendeine Laufzeit von 6 Monaten oder Ausschreibungsunterlagen erstellen, publizieren, Angebote dann erhalten, evaluieren und den Zuschlag erteilen. Und der Dialog hat diese Stufen auch drin, oder? Wenn man den Dialog einschiebt. Es ist einfach in der Mitte, gibt es diesen orangen Block. Man kriegt die Erstangebote rein, kann man auch die Mindestfrist von 40 Tagen, kann natürlich auch länger geben, kriegt man die Erstangebote. Dann muss man diese evaluieren. Und dann kann man den Dialog einschieben. Da kann man dann sagen, wir machen 1, 2, 3, 4 Workshops mit den Anbietern, je nach Komplexität des Gegenstands. Was ich jetzt sicher empfehlen würde, ist, 2 Iterationen mit den Anbietern zu machen, nicht nur eine. Das haben wir jetzt gemerkt. 2 Iterationen, das braucht es. Es kommen halt Fragen auf, es kommen Unsicherheiten auf. Aber jetzt greife ich schon vor. Dann am Ende des Dialogs entsteht eigentlich ein aktualisiertes Pflichtenheft, wo die Anforderungen präzisiert sind. Das gibt man dann allen Anbietern, die angeboten haben, wieder ab. Und dann haben sie Zeit, ihr Angebot, also ein Schlussangebot zu erstellen und das einzureichen. Und danach ist das eigentlich wieder wie normal. Man hat die finalen Angebote, man wertet die aus und erteilt dann den Zuschlag. Also der orange Teil, der wird eingeschoben. Man sieht auch, die Laufzeit wird sicher länger, also der Dialog ist aufwendig. Und jetzt einfach noch ein Gedankenspiel, oder? Und weshalb ich das Gedankenspiel hier mache, komme ich gleich drauf. Man könnte natürlich auch ein selektives Verfahren mit Dialog machen, dass man quasi zuerst die Kandidaten selektiert, ganz normal, wie man das auch bei einem selektiven, offenen Verfahren macht. Dann hätte man für die Erstangebote schon eigentlich die Auswahl an Anbietern eingegrenzt und dann würde man das ganz normal, also genau gleich wie das
offene Verfahren im Dialog ohne Selektion wieder durchziehen. Sie können sich das mal so im Kopf behalten. Wir kommen dann noch so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile zu. Was ich auch sagen kann, die zwei Beispiele, die wir jetzt die wir durchspielen durften, das war das offene Verfahren mit Dialog ohne Selektion. Also wir haben den mittleren Pfad haben wir hier zweimal durchgespielt. Jetzt war natürlich immer die Diskussion, wann soll man das Dialogverfahren überhaupt machen? Und das haben wir versucht hier aufzuzeigen. Also es ist sicher, mal schauen, ob dieser Pointer funktioniert. Nein, ich mache das hier. Sieht man das? Also die Y-Achse, das ist eigentlich die Anzahl der Anbieter, die zum Gegenstand auf dem Markt verfügbar sind. Und die X-Achse ist so die Komplexität vom Gegenstand. Und ich meine, es ist eigentlich trivial, oder wenn es wenige Anbieter hat und ein einfacher Gegenstand, dann macht man garantiert kein Dialogverfahren. Auch wenn es ein ganz einfacher Gegenstand hat und viele Anbieter, macht man auch kein Dialogverfahren. Das ist einfach der Aufwand nicht wert. Und unseren beiden Beispiele, die waren hier in der rechten unteren Ecke, also überschaubare Anzahl Anbieter hat die Marktanalyse ergeben und aber recht komplexer Gegenstand. Und deshalb haben wir das Dialogverfahren quasi ohne selektives Verfahren durchgeführt. Ich kann mir vorstellen, wenn es das gibt oder dass es ein komplexer Gegenstand mit sehr vielen Playern gibt, dann kann man sich das selektive Verfahren überlegen, aber ja, das durften wir noch nicht durchexerzieren. Jetzt, bevor wir in die Anwendungsbeispiele eingehen, wird Philipp euch noch drei Dinge zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sagen. Genau, danke. Wie Sie alle wissen oder seit heute wissen, gibt es ja eigentlich das Dialogverfahren auf kantonaler Stufe noch nicht, außer in den grünen Regionen der Schweiz da oben. Die meisten sind blau, das heißt, es sind irgendwo Einführungsprozesse im Gange. Wie ich gehört habe, wird Februar avisiert in Bern beispielsweise. Das kommt nach und nach, aber wir waren in einer blauen Region und damit stellt sich natürlich die Frage nach den Rechtsgrundlagen. Man wollte da einen Dialog durchführen, das war der Wille, es waren die Gegenstände, die diese Gedanken eigentlich gestartet haben. Und die Haltung war im Grundsatz so, es steht ja auch nirgends, dass man keinen Dialog durchführen darf. Man muss sich einfach an die geltenden Richtlinien darum herum halten. Und das war vereinfacht gesagt, so etwa der Einstieg. Man kennt den Dialog schon vom Bund, aber auf kantonaler Stufe gibt es noch keine Erfahrungen. Und so ging man da rein. Natürlich wurde es juristisch, und wir sind keine Juristen, das wurde aber im Detail begleitet, dass da keine Risiken zu großen eingegangen werden. Es ist natürlich auch so, dass man sehr transparent war. Also das heißt, das Dialogforum war auch in der SIMAP-Maske, also in der Publikation drin, im Detail dann in den Ausschreibungsunterlagen. Und der erste Lackmustest war natürlich, gibt es Einsprachen auf diese Publikation? Es gab keine bei beiden Verfahren. Und von da an konnten wir relativ beruhigt weitergehen. Es gibt ja nur ganz seltene Fälle, wo man den Zuschlag angreifen kann und das Verfahren auch noch gleich. Es gibt leider ein, zwei Gerichtsurteile, die das tun, aber die Gefahr ist da sehr klein. Und ab da waren wir relativ ruhig unterwegs. Das ist so, ich sage jetzt, der juristische Background zu dem Thema, aber das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit und dann muss man sich darum gar keine Gedanken mehr machen. Jetzt möchten wir Ihnen gerne die beiden Beschaffungsgegenstände vorstellen. Wir machen jetzt ein wenig Ping-Pong, weil wir waren nicht beide in beiden Projekten unterwegs und daher sind wir auch zu zweit hier. Das erste Projekt, das ich Ihnen vorstellen darf, war ein Einsatzleitsystem inklusive dem Sprachsystem. Jetzt, was ist das? Das ist das System, das immer noch zuverlässig läuft in den Einsatzzentralen, wenn die Notrufe der Swisscom ausgefallen sind. Das läuft dann weiter, es hat einfach keine Kunden mehr, die anrufen. Also das ist ein sehr wichtiges System, enorme Komplexität, viele Umsysteme, das steht da, über 50 Schnittstellen rundherum. Es geht da in diesem Kanton gleich um Feuerwehr, Polizei und Sanität, also wirklich alle Notrufe gehen dort rein. Es sind sogar de facto mehrere Kantone da beteiligt. Ausgeschrieben hat man das Ganze, inklusive natürlich dem Projekt,
Also Sie haben natürlich schon ein Einsatzleitsystem, es geht jetzt darum, jetzt das ein neues zu bekommen. Es ist, die Projektleistungen sind drin, die Migrationen etc. und der Betrieb natürlich über mehrere Jahre. Und der Markt ist so strukturiert, dass er relativ übersichtlich ist. Das ist noch wichtig jetzt für den Entscheid, für den Dialog. Man geht von 4 bis 6 Anbietern aus, grundsätzlich, die in der Lage wären, die schon in der Schweiz irgendwo sind oder im nahen Ausland Erfahrung gesammelt haben. Schlussendlich gingen dann 3 Angebote ein für das Einsatzleitsystem. Wir haben noch andere Lose mit ausgeschrieben, aber die sind im Vergleich, sagen wir mal, vernachlässigbar jetzt. Es wird auch dort ein Dialog durchgeführt, aber es geht um das Große. Und da haben wir 3 Angebote bekommen, die sind die Eignung durchlaufen, technische Spezifikationen sind erfüllt, formale Bedingungen erfüllt und so sind wir bei 3 Dialogpartnern gelandet. Zum gleich die Frage vorwegnehmen, nein, wir haben vorher nicht definiert, wie viele Dialogpartner wir zulassen, weil wir gingen davon aus, wir kennen den Markt, es werden nicht zu viele sein. Wir waren über den Markt, also über die Marktanbieter, nicht über den Produkt, aber die Marktanbieter waren relativ gut informiert. Gut, und jetzt das zweite Projekt. Genau, das zweite Projekt, kantonales Netz, da sind auch die Gemeinden drauf, die Schulen drauf, also schlussendlich irgendwie 300 Standorte, 8000 LAN-Anschlüsse, also ein mittelgroßes, großes kantonales Netz, das läuft heute, das ist stabil und wurde seit geraumer Zeit nicht ausgeschrieben und da wollte der Kanton einfach das Netz neu ausschreiben, einerseits um den Beschaffungsvorgaben gerecht zu werden, andererseits aber auch um gewisse Innovationen anzuschauen, einfließen zu lassen, wenn nötig. Der Markt, ja, das sind auch so 4 bis 6 Anbieter. Schlussendlich haben wir 2 Angebote erhalten und mit 2 Partnern konnten wir den Dialog führen. Jetzt gehen wir eigentlich auf die Erfahrungen aus diesen Beschaffungsprojekten ein. Also die erste Frage ist ja, warum hat man jetzt da das Dialogverfahren gewählt? Jetzt vielleicht beim Einsatzleitsystem zuerst. Genau, also da war, das ist ein hochkomplexes System, es ist ein hochkomplexes Umfeld, wie vorhin schon angetönt, viele Umsysteme, Schnittstellen, hohe Ausfallsicherheit, da braucht es Redundanzen, da braucht es mehrere Rechenzentren, da braucht es alles x-fach, damit das sicher nie runtergeht. Und in diesem komplexen Umfeld liegt sehr viel Fach-Know-how traditionsgemäß bei den Anbietern, auch bei den Lieferanten, die man schon im Haus hat. Da ist sehr viel Fachwissen bei denen drin und das kann man nicht alles in-house haben, weil das ist einfach zu komplex. Das war einer der Gründe und ein wichtiger Grund war, man hat da einen Paradigmenwechsel gemacht. Bisher ist es meist so gewesen in diesem Markt, dass man die Software bezogen hat und von anderen Lieferanten dann die Hardware, vom Dritten vielleicht sogar Betriebsleistungen oder man hatte sogar unterschiedliche Systemlieferanten. Und hier war das Design, das beabsichtigte so, alles aus einer Hand, von der Rechenzentrumsausstattung über deren Hardware, die Software, sämtliche Lizenzen bis zur Software am Bildschirm, bis zur Maus. Also einfach das Ganze, eigentlich den ganzen Arbeitsplatz, an dem dieser Disponent, nennt man diese Person, die da die Anrufe entgegennehmen, sitzt. Und das ist dann, das gab es unseres Wissens in der Schweiz noch nicht, diese Struktur, dieser Full Service. Entsprechend kennt der Markt das nicht. Diese Marktteilnehmer waren noch nie mit dem konfrontiert und hatten das noch nie und haben auch keine Erfahrungen damit und müssten sich, das war unsere Erwartung, erstmal neu aufstellen. Und da gibt es sehr viel Missverständnispotenzial in diesem Ganzen, weil eben beide Seiten da etwas Neues haben. Wir haben das Dialogforum auch gewählt, weil, wie schon gesagt, wir den Markt kannten. Wir hatten keine Angst, dass wir da 20 Dialogteilnehmer haben oder keinen. Wir wussten, es gibt ein paar und die wollen, müssen sogar vielleicht anbieten, weil der Markt doch klein ist und darum hatten wir da eine gewisse Sicherheit. Und ein wichtiger Grund war auch
auch das Management wollte Innovationen. Es geht hier um eine langjährige Partnerschaft, die man sucht. Und da will man natürlich nicht jetzt einfach das, was heute gut ist, sondern man will auch für die nächsten x Jahre, will man da das Innovationspotenzial jetzt schon abrufen können. Und wie schreibt man Innovation aus? Das ist eine andere Fachsession wahrscheinlich mit vielen Vorträgen. Gab es auch schon, aber da haben wir einfach Potenzial in diesem Dialog gesehen, dass man da viel besser drüber sprechen kann. Also die gleiche Frage eigentlich bei dem Netz. Vieles wurde schon gesagt. Ich glaube, der Hauptpunkt beim Netz war, weshalb man den Dialogverfahren gewählt hat, ist, man war sich nicht sicher, ersetzt man einfach das Netz 1:1, so wie heute, oder soll man welche neuen Technologien im Netzwerkbereich lohnt es sich, ich sage jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren einzuführen. Und da war einfach intern das Know-how nicht da. Man wollte wirklich vom Markt da eine Diskussion führen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um quasi neue Netztechnologie zu investieren. Das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb der Dialog gewählt wurde. Also man wollte wirklich vermeiden, einfach jetzt bauen wir einfach das Gleiche nochmals neu. So ganz salopp gesagt. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, deshalb kürze ich jetzt das hier ab, dass wir das Fazit dann genügend Zeit dort haben. Genau, danke. Ich wollte gerade das Gleiche sagen, darum bin ich auf dieser Folie meinen Teil auch schnell, das habe ich schon gesagt. Welche Themen eignen sich? Natürlich genau die, die ich vorher erwähnt habe, das neue Servicemodell, das gesamtheitliche und das Thema auch Innovationen, respektive die Einsatzbarkeit von modernen Technologien in diesem konkreten Umfeld. Genau, und eben das habe ich jetzt schon angedeutet, und das war dann wirklich während dem Dialog so, dass wir quasi so eine Auslotung gemacht haben. Bei uns ging es konkret um Software-Defined Networking, also vom klassischen Netzwerk, das relativ starr ist, zu einem flexibleren, softwarebasierten Netzwerk, dass man da, wo man mehr Flexibilität hat. Da war eigentlich wirklich konkret die Frage, wenn es das Netz neu gebaut wird, nächstes Jahr zum Beispiel, wird vielleicht Mitte nächstes Jahr wird das Projekt starten, sollen wir dann von Anfang an mit dieser neuen Technologie starten? Oder macht es erst Sinn, zum Beispiel in 5 Jahren diese Technologie einzusetzen? Und dann war die Fragestellung, ja, wenn wir zum Schluss kommen in erst in 5 Jahren, müssen wir jetzt schon gewisse Bedingungen an Hardware, Software erfüllen oder nicht? Und genau diese Fragen konnte man im Dialog mit den Anbietern wirklich gut diskutieren, und wir konnten dann auch die Learnings davon im finalen Pflichtenheft einfließen lassen und sagen, okay, wir wollen es jetzt so. Also da hat der Dialog sehr gut gespielt. Wie ist jetzt der Dialog im Detail dann abgelaufen, Dialog-Workshops? Im Einsatzleitsystemprojekt haben wir es so gemacht, dass es pro Anbieter, also 3 Workshops gab es, jeweils einen extrem intensiven Tag, also da steht einfach 8 Stunden, aber das ist irgendwie keine 9-to-5 herumsitzen, sondern das war enorm intensiv. Jeden Abend waren alle völlig am Ende, aber zufrieden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Es fand physisch statt, auch in dieser Zeit. Und interessant ist da vielleicht die Anbieter, wie haben die reagiert, wie kamen die daher, sehr unterschiedlich. Die einen hatten eine riesen Mannschaft, also alle kamen mit einigen Leuten, weil sie wollten alle Fachleute vor Ort haben. Das haben wir auch erwartet, weil unsererseits oder bei der Ausschreibungsstelle waren auch alle Fachleute vor Ort oder hybrid zugeschaltet. Das war auch ein hybrides Format, hat im Übrigen überraschend gut funktioniert, aber war auch eine gute Infrastruktur da. Diese Tage waren vorbereitet. Wir hatten aufgrund der ersten Evaluation hatten wir konkrete Fragestellungen, Themenblöcke, die wir zur Strukturierung dieser Workshops genutzt haben. Jeder war exakt gleich strukturiert. Und die Workshops haben, wie gesagt, getrennt stattgefunden. Ich habe heute Morgen gehört, dass man auch in anderen Dialogen die schon zusammengenommen hat. Das ist eine Risikomanagementfrage aus meiner Sicht hier. Man will da keine Risiken eingehen. Die Anbieter wissen nichts voneinander, außer dem anonymisierten Offertöffnungsprotokoll. Aber das kann man in jedem Projekt anders sehen. Im Grundsatz hier haben wir uns so entschieden. Und das ist eben waren sehr intensive Tage. Und die Anbieter haben unterschiedlich darauf reagiert, auch vom Gefühl her. Wir hatten tendenziell, gab es auch zum Beispiel einen Anbieter, da hat es mehr den Charakter einer
Offertpräsentation vom Gefühl her, also man war noch unsicher. Bei anderen konnte man sehr schnell sehr offen über Themen diskutieren und da kommt dann auch mehr raus. Und für die Anbieter ist das auch ein, beide Seiten müssen dann noch lernen. Oder für diese Anbieter war der Dialog neu, weil die auf Bundesebene gibt es solche Systeme schlicht kaum. Die hatten das nicht gekannt und der Markt muss das auch jetzt lernen und es hat darum unterschiedlich, also wir sind mit allen zufrieden, aber es hat unterschiedlich gut funktioniert und der Output war unterschiedlich hoch, sage ich jetzt einmal, bei diesen Workshops. Wir hatten danach natürlich noch, er hat es schon angetönt, eine Art wie eine Fragerunde für dann das korrigierte Pflichtenheft, weil wir haben diese Workshops nicht wortgemäß protokolliert, sondern wir haben eigentlich gleich im Nachgang Änderungen am Pflichtenheft, also markierte Änderungen, es war immer ausgewiesen, festgehalten, was wollen wir ändern oder was halten wir fest, dass wir dann ändern wollen und dann haben wir das am Schluss konsolidiert. Und so wurde das dokumentiert. Genau, und zum anderen Projekt lief es ähnlich. Ja, also der große Unterschied war, wir haben 2 Iterationen von Dialog-Workshops gemacht. Sie haben virtuell stattgefunden, nicht physisch, war ein bisschen anspruchsvoller, aber ist eigentlich erstaunlich gut gelaufen. Es waren auch rund 15, 18 Personen in diesen virtuellen Workshops, also so halb-halb, 8 Personen vom Anbieter, 8 vom Kunde. Wir haben dann die dritte geplante Iteration haben wir eigentlich schon genutzt, um den Anbietern einen Entwurf des aktualisierten Pflichtenheftes zuzustellen und sie konnten da nur noch Verständnisfragen stellen. Also die dritte Iteration, die war eigentlich nur noch eine Fragestunde. Hier sind die Änderungen im Pflichtenheft, versteht er sie? Ja, nein. Das war dann eine kurze Sache. Dann haben sie die finale Version gekriegt und dann lief es eigentlich ganz ähnlich wie beim ELS. Beide Anbieter, für die war das auch das erste Mal, also der Übungseffekt, der ist auch da notwendig oder war notwendig. Ja, schlussendlich war es wirklich wertvoll, diese Diskussionen zu haben. Zum Teil, wie haben die Anbieter reagiert, habe ich schon etwas gesagt. Diese Aussagen hier sind sinngemäß, also grundsätzlich kann man sagen, es wurde sehr gut und positiv darauf reagiert. Es gab unglaublich viele Aha-Effekte des gegenseitigen Verständnisses. Das sind jetzt nur die Anbieter, beim Kunden war es genauso. Dass man auch gesehen hat, aha, so habt ihr das gemeint. Und das eröffnete dann die Chance, einerseits für uns noch etwas an den Schrauben zu drehen. Es war dann nicht mehr im Pflichtenheft, aber ein paar wichtige Schrauben noch etwas zu drehen. Und die Anbieterinnen hatten dann natürlich die Möglichkeit, jetzt wirklich den Gegenstand viel besser zu treffen. Das hat man dann auch gesehen bei den zweiten Angeboten. Ja, genau, also da kommt eigentlich nichts Neues dazu im zweiten Angebot. Wichtig war wirklich einfach, Missverständnisse, Unklarheiten konnten geklärt werden. Und das haben wirklich beide Seiten geschätzt. Knackpunkte. Was sicher wichtig ist, solange die Rechtsgrundlage nicht neu ist, muss man unbedingt Beschwerden auf das Verfahren vermeiden. Das haben wir so gemacht, dass wir das einfach transparent schon in der SIMA-Publikation gesagt haben, wir machen einen Dialog. Hat funktioniert bei uns, hoffe, das funktioniert auch sonst. Dann eigentlich das Schwierigere ist, wir hatten das Problem jetzt nicht, oder? Wir haben genau die richtige Anzahl Angebote gehabt. Wir konnten alle in den Dialog nehmen. Hat wunderbar funktioniert. Aber wenn ich jetzt zu viele Angebote habe und selektieren muss, das ist echt eine Knacknuss, die ich ehrlich gesagt noch nicht genau weiß, wie ich die lösen würde. Weil im Prinzip muss man alle mitnehmen, um sie gleich zu behandeln. Aber wenn man jetzt 6 Angebote hat, ist das einfach ein extrem hoher Aufwand. Also das ist eine Frage oder ein Problem, das kann ich noch nicht lösen. Dann ja, der Dialog selbst, ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl, es braucht Disziplin. Man muss halt spüren, also was man aufpassen muss, ist, wenn man jetzt den einen Dialog mit den einen Anbieter schon gehabt hat, dann darf man natürlich nicht irgendwelche vertraulichen Informationen quasi hin und her spielen. Also es braucht da wirklich Fingerspitzengefühl und Disziplin und man darf natürlich nicht irgendwie neue Anforderungen erfüllen, sie sollen vor allem präzisiert werden.
es ist wirklich da, die Stellschrauben bei den Anforderungen zu präzisieren und nicht irgendwie etwas Neues zu erfinden. Ich glaube, was auch sehr wertvoll ist, auch wenn es nicht eine Angebotspräsentation ist, man lernt die Anbieter wirklich gut kennen. Also viel besser kennen als in einer Angebotspräsentation, weil man spricht quasi auf Augenhöhe miteinander. Und das war extrem gut. Und ja, das haben wir schon gesagt, also beide Seiten müssen noch üben, oder? Da betritt man Neuland und beide Seiten müssen eine gewisse Bereitschaft haben, da ein bisschen etwas zu wagen. Und jetzt kommen wir zum Schluss, das erzählt Philipp noch. Genau, für uns scheint eigentlich die Sonne rückblickend, wenn man so zur Form blickt, auch aus Sicht unseres Kunden, das Feedback ist da auch so, man hat sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht mit diesem. Bei diesem Gegenstand oder bei diesen beiden Gegenständen mit dem Dialogverfahren. Es ist ganz klar, es sind komplexe Themen, der Markt ist klar strukturiert, wir wussten, was auf uns zukommt. Und genau hier hat sich das Instrument des Dialoges jetzt sehr gut bewährt. Das ist keine allgemeine Empfehlung, überall den Dialog anzuwenden, das wäre völlig falsch. Es ist ein Werkzeug in der Werkzeugkiste, das man bewusst anwenden muss und dann bringt es einen sehr großen Mehrwert aus unserer Sicht. Es konnten sehr viele Missverständnisse bereinigt werden, auch Fehler, die allenfalls in der ersten Runde gemacht wurden. Wenn man nur schon, ich nenne die Preise nicht, obwohl sie öffentlich sind, aber die Preisspanne der ersten Runde zur zweiten Runde, die war massiv tiefer bei der zweiten Runde. Nur schon das sagt etwas aus. Es ist dann vergleichbar, die haben dasselbe angeboten und vorher war es nicht so, weil eben so Missverständnisse im Raum standen. Da hat niemand etwas falsch gemacht, aber es war... Ja, man weiß, wie es ist. Man schreibt etwas, man denkt etwas und der es liest, der versteht es anders, ganz klassisch in Ausschreibungsverfahren, auch wenn man noch eine Fragerunde hat. Wir haben es schon gesagt, eignen tut es sich bei sehr komplexen Verfahren, Beschaffungsgegenständen im ICT-Bereich, wahrscheinlich ist das für andere Bereiche ebenso der Fall und wir haben am Anfang auch ein grobes Schema gezeigt. Wir sind bereit für weitere Dialoge. Wir sind eigentlich begeistert davon, wie es hier funktioniert hat. Wir sind überzeugt, es bringt auch anderen Orten Mehrwert. Und ich kann noch mit einem Zitat schließen von Frau Amherd von heute Morgen früh. Es ist völlig aus dem Kontext gerissen, aber das sind sich Politiker gewöhnt. Sie hat nämlich gesagt, der Dialog ist ein gutes Instrument. Vielen herzlichen Dank. Wir haben Zeit für eine Frage. Wer möchte sie stellen? Merci, grüezi. Haben Sie den Dialog, oder ich weiß nicht, wie das abläuft, auch bewertet wie ein Assessment, oder ist einzig allein das angepasste Angebot nachher Bewertungsgrundlage? Also nein, bewertungsrelevant ist wirklich, was schriftlich abgeliefert ist. Also der Dialog selber ist, haben wir explizit auch immer wieder erwähnt, ist nicht bewertungsrelevant. Ja. Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Sie haben gesagt, es hatte 6 Anbieter am Markt, 3 Offerten haben Sie bekommen. Sie haben nachher das Pflichtenheft geändert in diesem Verfahren. Wie haben Sie sichergestellt, dass die 3, die nicht mit angeboten haben, nicht eine Beschwerde machen? Weil der Ausschreibungsgegenstand hat sich ja dann verändert. Ja, nein, der Ausschreibungsgegenstand hat sich nicht geändert. Er wurde präzisiert, oder? Und indem wir in der SIMA-Publikation schon gesagt haben, das sind die Spielregeln, so verfahren wir, war das transparent für die anderen 3 auch. Die hätten auf die Ausschreibung Beschwerde erheben können, haben sie aber nicht gemacht. Und dann sind wir in den Dialog gegangen. Also so haben wir das eigentlich vermieden. Aber das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Oder? Der Ausschreibungsgegenstand als solches, der ändert nicht. Er wird präzisiert, das schon, aber kann jetzt nicht plötzlich ein paar Schuhe ausschreiben, oder? Anstelle vom ELS. Also von dem her, aber es ist ein guter Punkt. Und wir waren uns dessen bewusst, wir hatten eine Anforderung drin, die hat mindestens einen Anbieter. Wir wussten, das aktuelle Produkt kann es nicht. Solche Anforderungen ändern wir dann natürlich nicht. Also das wäre dann hätten wir das Problem. Aber wir kannten den Markt wirklich relativ gut und dann konnten wir hier auch abwägen, was wir ändern dürfen und was nicht. Vielen Dank, meine Kollegen. Ich übergebe Ihnen gern noch im Namen der IT-Beschaffungskonferenz eine kleine
physische und flüssige Stärkung für den Rest des Tages und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Applaus.